Die dunkle Abtei von Varika. Die dunkle Abtei, es war eine stürmische Nacht im Juli, als ein unerschrockener Wanderer namens Lukas auf seiner Reise durch den dichten Wald eine mysteriöse, alte Abtei entdeckte. Die Wolken verdeckten den Mond, und ein unheimliches Leuchten strahlte aus den Fenstern des verfallenen Gebäudes. Lukas spürte, wie sich eine Gänsehaut über seinen Rücken legte, aber die Neugier trieb ihn weiter. Gemäß den Tipps aus der Wikiho-Seite über das Schreiben von Horrorgeschichten beschloss Lukas, die dunkle Abtei als Kulisse für seine eigene Horror-Kurzgeschichte zu nutzen. Er wusste, dass er die Leser dazu bringen musste, starke Gefühle zu erleben, und deshalb musste er seine eigene Angst in die Geschichte einfließen lassen. Lukas betrat das düstere Gebäude, und sofort fiel ihm auf, wie unheimlich still es darin war. Er konnte das Gefühl der Bedrohung in der Luft spüren, als ob etwas Böses ihn beobachten würde. Im Schein seiner Taschenlampe entdeckte er seltsame Symbole an den Wänden und merkwürdige Schatten, die sich bewegten, als ob sie ein Eigenleben hätten. Während Lukas tiefer in die Abtei vordrang, stellte er fest, dass er plötzlich in einem endlosen Labyrinth aus dunklen Korridoren gefangen war. Sein Herz raste vor Panik, und er versuchte verzweifelt, den Ausgang zu finden. Jeder Schritt, den er machte, schien ihn nur weiter in das verwirrende Labyrinth zu führen. Plötzlich hörte Lukas ein leises Flüstern, das von überall her zu kommen schien. Es klang wie Stimmen aus vergangenen Zeiten, gefangen in den Mauern der Abtei. Seine Paranoia wuchs, und er konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass er beobachtet wurde. Als er durch einen verlassenen Raum ging, sah Lukas eine verblasste Inschrift an der Wand. Es war eine Warnung vor einem uralten Fluch, der auf der Abtei lastete. Aber es war bereits zu spät, um umzukehren. Schließlich stieß Lukas auf einen geheimnisvollen Altar in der Mitte eines großen Raums. Unheimliche Kerzen beleuchteten den Ort, und er spürte, wie sich die Temperatur plötzlich drastisch senkte. In dem Moment erkannte er, dass er nicht allein in der Abtei war. Eine dunkle Gestalt tauchte aus dem Schatten auf und starrte ihn mit leeren, glühenden Augen an. Lukas war wie erstarrt vor Furcht, während die Gestalt langsam auf ihn zukam. Er versuchte zu fliehen, doch seine Füße weigerten sich, sich zu bewegen. Die Gestalt warf ihren Schatten über Lukas, und er spürte eine eisige Hand auf seiner Schulter. Ein markerschütternder Schrei entfuhr ihm, als er von der dunklen Macht der Abtei gefangen genommen wurde. Und so endet die Geschichte von Lukas, der nie wieder aus der dunklen Abtei zurückkehrte. Diejenigen, die später den Mut aufbrachten, das verfluchte Gebäude zu betreten, fanden nur noch eine verlassene Ruine vor. Die dunkle Abtei hatte ein weiteres Opfer gefordert und würde noch lange Zeit Angst und Schrecken verbreiten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Lasst gern einen Daumen nach oben da.